Hallo, na? Tuata über Tuata über Tuata. Ich habe jetzt eigentlich gleich Bock, so einen Assassin zu assassinieren. In etwa so. Bam! Ich habe beide getroffen. Cool. Natürlich hat es nicht gereicht. Das Langschwert ist einfach zu kurz. Vielleicht sollte ich noch eine Feueraura dran machen oder so. Dann wäre es natürlich besser. Ach Gottchen, wie viele Theater das sind, ey. Ist doch nicht lustig hier. Obwohl, ich meine, das ist das Hauptlager von denen. Also wenn sie irgendwo sind, dann müssen sie hier sein. Nein, bleib direkt am Boden. Du brauchst gar nicht erst abheben. Dankeschön. Da ist der Magier, da ist der Magier. Erst den Magier und dann gucken wir weiter. Da muss der Magier dann auch hinüber. Schön. Wow, warum ist der explodiert? Die damit zu töten ist irgendwie cool, er fliegt so weg. Ach Gottchen, hab ich jetzt ernsthaft getriggert. Beach, please. War ein Magier bei? Gesehen. Was ist euer Ende? War aus dem Also war ein Oberherr bei. Okay, der kann auch zaubern. Ist jetzt gut da drüben mit deinem Bogen, hä? So. Schnauze. Ich kann auch Special Attacks. So. Trank einwerfen. Und weiter geht's. Yay. Munteres durch das Lager metzeln. Wuppdidu. Aber ich muss ja echt immer wieder die Grafik loben. Es sieht echt geil und atmosphärisch und alles aus. Also, dagegen kann man echt nicht sagen. Das ist echt schön gemacht. Ich verstehe immer noch nicht, warum das Spiel nicht gekauft wurde. Ja. Moment. So. Ich verstehe immer noch nicht, warum das Spiel keinen hohen Absatz erzielt hat, weil ich finde es persönlich immer noch ziemlich gut eigentlich. Es zieht sich ein bisschen. Gut. Aber das weiß man ja von vornherein nicht. Das weiß man ja erst, wenn man wirklich ziemlich lang gespielt hat. Ich meine, wir sind jetzt ungefähr bei 40 Stunden Spielzeit. Letztendlich. Wir sind so bei Part... ungefähr bei Part 70 inzwischen. Kann man mal eben umrechnen. 17 mal 70 mal 15 sind... Moment. Machen wir mal durch 4. Und dann 10... Ach Gott, hier Kopfrechnen am quasi Wochenende. Das ist scheiße. Warte mal, 60 wären wir bei 12, bei 15 Stunden. Also, oh, den nehmen wir mit, oder? Ja. Etwa, ja, 17,5 Stunden ungefähr. Die wir hier wirklich aufgenommen haben und ich bin bei knappen 40 Stunden Spielzeit, also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie viel ich so privat gespielt habe an einem Spielstand hier, um euch das hier bieten zu können, also um dann wirklich hoch zu leveln und ähnliches. Aber es waren echt ein paar schöne Questreihen dabei, also auch Nebenquestreihen waren ein paar nette Sachen dabei, gerade bei den Gruppierungen, da konnte man echt einiges machen, weil man konnte halt quasi jede Gruppierung irgendwie aushebeln. Das fand ich ziemlich geil. Also man kann zum Beispiel bei den Dieben kann man den Gott hinterher als Lügner entlarven und so was.
Und das finde ich schon echt lustig eigentlich. Lol, was geht hier ab? Warum kämpfen die eigentlich gegeneinander? Verstehe ich nicht. Naja, ich assassiniere die hier einfach mal alle. Achso, das Ende ist mein Ziel. Okay. Das erklärt die Sache, warum ich hier... Du bist von uns, ne? Ja. Hast du mich jetzt gesehen? Ja. Bam, Prismär-Troll. Auf die Fresse. Achso, das sind die beiden von dem... Also, ja. Okay, das sind die beiden von dem Haus. Also man konnte, wie gesagt, bei den... diesen Hierophanten als Lügner entlarven und sowas. Aber ich will jetzt nicht großartig spoilern, also wenn ihr die, wenn ihr das Spiel irgendwann mal spielen solltet, dann werdet ihr selbst sehen, was man da für Entscheidungsmöglichkeiten hat und ähnliches. Und wirklich, ihr habt meine Empfehlung, dieses Spiel mal zu spielen. Ich habe schon relativ viele Rollenspiele gespielt. Also, ist definitiv nicht schlecht. Agard dürfte nicht weit hinter euch sein. Ein, ja, ja, oder ja. Sprecht mit Agard, oh, falls sorry. Ihr nicht länger warten wollt. Die seid vorsichtig. Ich will nicht länger warten. Schlimmer, als ich befürchtet hatte. Weiße Roben. Agard, beweg den Arsch hier runter. Gut, dass ihr hier seid. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Verdammt nochmal, ich wusste, wir können ihr nicht trauen. Was? Ich hatte Ventrinho beauftragt, sie im Auge zu behalten. Und bis vor kurzem hat er mir auch regelmäßig Nachrichten geschickt. Aber je näher wir Bael kamen, desto seltener wurden sie. Wir müssen durch das Haus der Rache und den Mischling töten. Und wir werden es wohl ohne sie schaffen müssen. No. Wir werden so weit gehen, wie wir können. Was auch immer in Bael vor sich geht, muss so schnell wie möglich ein Ende haben. Hört mal, ihr seid mächtiger, als ich es jemals war. Wenn irgendjemand diese ganze Sache beenden kann, dann ihr. Wenn ihr den Mischling getötet habt, geht ihr nach Bael und haltet Gatflo auf. Sollten wir getrennt werden, kämpfen wir weiter, um euch einen Fluchtweg offen zu halten. Und jetzt geht! Bleibt ich möchte Wasser. Anmerken, dass ich von Anfang an stärker war als du. Grins! Ich finde schade, dass Alin Shir nicht da ist. Weil ich mag den Charakter echt. Ich mag sie echt gerne. Und ich hätte... Ich möchte nicht, dass sie uns verrät. Das wäre doof. Die Story-Wendung fände ich total doof. Da hätte ich dann echt lieber, dass sie noch nachträglich reinkommt, so wie... darf ich das Beispiel bringen? Ich weiß nicht. Ja, komm, was soll's. Also, ich möchte mich da mal outen. Ich habe die Twilight-Saga tatsächlich gelesen, einfach weil ich mitreden wollte. Und ich mache sowas, wenn ich mitreden will, wirklich nicht mal eben so, sondern ich hänge mich da wirklich rein. Dementsprechend habe ich alle 5 Bücher gelesen. Die meisten, die es nicht gelesen haben, werden jetzt sagen, es gibt doch noch nur 4. Nein, es gibt tatsächlich noch einen 5. So einen kleinen Band, und der ist meiner Meinung nach besser als die anderen zusammen. Aber hey, auf jeden Fall bei der letzten Schlacht gegen die... Ich habe den Namen vergessen. Vampire aus Italien. Volturi. Kommt Alice kurz vor Beginn der Schlacht und ja, verhindert die Schlacht. Und dementsprechend, ja, ich... hab jetzt schön gespoilert, aber da das Thema wahrscheinlich eh in aller Munde war und jetzt inzwischen durch ist, ist es dann auch egal. Ich, ja, das hätte ich dann lieber, dass Alin so eine Position übernimmt, als dass sie uns irgendwie verraten will oder so. Fände ich doof. Fände ich sehr, sehr doof. Es ist eine Schande, die... Ja, komm, halt die Schnauze. Es ist eine Schande. Halt die Schnauze, habe ich gesagt. Ich hasse das, wenn man A drückt und dann, anstatt zu rennen, irgendwen anspricht. So, ihr habt gesagt, ihr haltet mir den Weg frei, ne? Tschüss. Düp, düp, düp. Düp, 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 düp,
Ich mach dann eben den Mischling kalt, ne? Hier kommt ein klar. To Atame. Au. Oh, und dann auch noch so viele davon. So, eins. Bam. So. Du stirbst auch. Ja, ich glaube, gegen die muss man dann echt zu schnelleren Mitteln angreifen, wie zum Beispiel die Dolche. Damit man zwischendurch auch mal verteidigen kann. Der Angriff ist übrigens immer noch ziemlich geil. Oder diese ganzen, diese Blockangriffe sind ziemlich genial. Hatte ich nicht zwischendurch zu den Dämonenhörnern gewechselt? Warum habe ich das nicht getan? Naja. Keiner gesehen. Komme ich da irgendwie ungesehen rein oder durch? So rein auf jeden Fall, aber durch keinesfalls, würde ich behaupten. Dann mit einer Rauchbombe. Aber ich kann ja erstmal dich hier töten. Und dann kann ich noch dich da töten. Und jetzt hat mich der Priester gesehen. Die Priester. Pardon. Ja, schön, dass die Eiferer hier nicht so viel Schaden machen wie dieser eine in der Höhle auf der Mission für die Diebesgilde. Ich weiß gar nicht, habe ich das on camera gemacht? Der war auf jeden Fall eklig. Der hat einem, wenn er einen wirklich getroffen hat, gerne mal so ein Viertel Schaden gedrückt. Das war nicht schön. Du hast mich gesehen, wa? Jo. Hi. Ernsthaft. Muss ich wieder erst den Magier töten, bevor ich den Rest angehen... Die Magier töten, pardon. Bevor ich den Rest angehen kann. Oh, ich hasse das. Ich hasse Fernkämpfer, wenn ich nicht selbst einen Fernkämpfer spiele. Oder zumindest einen Gegner... oder zumindest einen... Typen, der auf Fernkampf irgendwie reagieren kann. Was war das denn für eine Aktion, Kollege? Boom, boom, boom. Ich mag das übrigens immer noch sehr gerne. Auch wenn es wenig bringt, außer die einmal zum Boden zu werfen. Aber das ist ja auch schon was. So. Ach, wo kommst du denn her? Du warst aber nicht im Drehbuch, mein Freund. Ja, Gottchen, jetzt auch noch das. Ich hoffe, ich habe noch genug Dingens dabei. Das wäre jetzt ein bisschen suboptimal. Ja, Reparaturskits habe ich noch ein paar. Okay. Schön. Was war das denn? Könntest du bitte mal ein Critical oder sowas landen? Dankeschön. Nicht wahrnehmbar. Bam. Richtig perfekt blocken. Nein, aber ich kann mich davon abbringen, anzugreifen. Ja, auch schon mal was ist. Kann man auch so toll in die Luft schleudern. Sehr geil. Furchtschuppengamaschen braucht kein Mensch. Whee, Ragdoll. Und tschüss. Ab dafür. Auch diese. Oh, das sieht echt geil aus. Muss man ja echt sagen. Das Spiel hat grafikmäßig echt sehr, sehr viel richtig gemacht. Yeah.
Bitches. Er war tot, oder? Ich hoffe es. Ah, er war nicht tot. Ah, auf die Fresse, Kollege. Bam. Der Angriff macht nicht viel Schaden, muss ich sagen. Aber er sieht einfach so göttlich aus. Von daher ist das eigentlich auch egal, ob der Schaden macht oder nicht. So. Oh, das sieht nach Endkampf aus. Heilen. Hallo, Mischling der Vergeltung. Bist du alleine? Sieht fast... Nein, du bist nicht. Wäre auch zu einfach. Du lässt dich scheinbar nicht von deinen Attacken abbringen. Das ist mir jetzt ein bisschen zuwider. Habe ich noch einen Schicksalstrank? Das ist jetzt gerade die Frage. Ja. Gut. Dann hau ich den jetzt bis auf die Hälfte runter. Und dann erledigen wir die Sache ein bisschen schneller. Wow. Was geht denn jetzt ab? Das castet er hier auch noch durch die Gegend. Oh nein, keine Miskast. Ich hab's nicht. Nein, na, genau deshalb. Als sie einen mit diesen zweischrittigen Angriffen mir auf den Sack gehen können. Okay, reicht. Das? Ich hoffe doch. Ja, schön. Und tschüss, Kollege. 75. Ach, schade. Ganz gerecht. Und tschüss. Njom. So. Oha. Oha. Ja. Da gibt es wohl nicht viel zu meckern, würde ich behaupten. Die Rüstung nehmen wir mit. Bis auf den Helm vielleicht. Also, du kannst zu Plunder. Du kannst zu Plunder. Oh, sexy. Dich lasse ich erstmal noch. Du kannst dann auch zu Plunder. Und den Plunder zerstören. Ja. Ja. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Oh, 1040. Lecker. Okay. Was darfst du? Brandsalbe braucht kein Mensch. Gold. Und ab dafür. Ja, das ging jetzt relativ zügig, möchte ich meinen. Also, wir haben den ganz gut kaputt gekriegt. Da war auch noch so eine geschlossene Truhe, ne? So eine versiegelte, aber... Ja, komm. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt nach Bale reingehen, mache ich mal einen ganz kurzen Cut, damit die asynchron nicht Aufnahme wird. Richtig. Das wollte ich sagen. Damit die Aufnahme nicht asynchron wird. Und wir sehen uns dann gleich wieder hier. Bis dahin und tschüss.